Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten Inhalationsgeräte. Damit ihr das passende Modell für euch und eure Ansprüche finden könnt, wollen wir euch heute mal drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dieses Videos dran, um alle Inhalationsgeräte mit ihren wichtigsten Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen und am Ende die passende Kaufentscheidung für euch und eure Ansprüche treffen zu können. Alle drei Inhalationsgeräte aus dem Video sind außerdem unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wollt ihr euch also noch genauer zu einem der Modelle informieren oder eines der Geräte direkt bestellen, könnt ihr das unten über die Links in der Beschreibung tun. Dort erfahrt ihr auch alle weiteren Herstellerangaben, könnt euch unzählige Kundenbewertungen durchlesen und auch zuerst einmal den tagesaktuellen Preis der Geräte einsehen. Lasst uns nun aber gleich mit dem eigentlichen Video und auch schon dem ersten Inhalationsgerät der Einsteigerklasse beginnen. Vorstellen wollen wir euch hier den Omron X101. Der X101 eignet sich perfekt für die tägliche Nutzung und hilft dabei, viele Atemwegssymptome und Erkrankungen zu lindern bzw. die Atemwege das ganze Jahr über freizuhalten. Er ist für alle Altersgruppen geeignet und bietet eine wirksame Linderung bei Asthma, Bronchitis, Bronchitolitis, Allergien sowie auch Husten und Erkältungen. Er funktioniert mit Hilfe eines Kompressors, durch den er den Wirkstoff zu einem feinen Aerosol vernebeln kann, welches sich leicht inhalieren lässt und den Wirkstoff effizient in die Lunge transportiert. Überzeugend tut das Modell vor allem durch seine kleine und kompakte Größe. Er besitzt Abmessungen von lediglich 15 x 12 x 18 cm und damit ist dieses Gerät auch wunderbar für den mobilen Transport geeignet. Mit seiner Vernebelungsrate von 0,35 Millilitern die Minute ist das Modell nicht einmal das mit der geringsten Leistung, obwohl es sich um das mit dem geringsten Preis handelt. Im Großen und Ganzen also ein echter Preis-Leistungs-Sieger. Und wenn ihr nur noch mehr zu diesem Modell der Einsteigerklasse erfahren oder das Gerät direkt bestellen wollt, könnt ihr das über den ersten Link in der Beschreibung tun. Es wird gleich mit Hilfe einer Erwachsenen- und Kindermaske geliefert und auch mit einem Nasen- und extra Mundstück. Bleibt aber auch gerne noch dran, um die nächsten beiden Modelle der Mittel- und Premium-Klasse kennenzulernen. Aus der Mittelklasse möchten wir euch hier den IN165 vorstellen. Dieses Modell vom Hersteller Medisana verfügt über eine Vernebelungsleistung von 0,25 Millilitern, wobei er allerdings eine sehr kleine Partikelgröße von ca. 2,9 Mikrometern erreicht, also Partikel besonders klein vernebeln kann, die dann noch besser von der Lunge aufgenommen werden können. Die Vorteile dieses Inhalationsgeräts liegen auch wieder in der kompakten Größe. Lediglich 10,8 x 7,2 x 4,4 cm ist dieses Modell groß und damit noch einmal wesentlich kompakter als der eben vorgestellte Omron-Inhalator. Damit ist das Modell noch besser für unterwegs geeignet und kann noch platzsparender verstaut werden. Im Lieferumfang ist auch hier wieder eine Kinder- und sogar eine Babymaske dabei. Auch verschiedene Mundstücke sowie eine Zerstäuberflasche sind im Lieferumfang enthalten, womit das Modell auch ohne Probleme, wie gesagt, für Kinder und Babys geeignet ist. Auch kommen im Lieferumfang gleich 5 Ersatzfilter dazu, sodass man den Medisana IN65 über viele Jahre benutzen kann. Auch ein umfangreiches Stickerpaket ist dabei, um den Inhalator zu verschönern und damit für Kinder noch ansprechender zu machen. Des Weiteren kommt das Modell im Set mit einer praktischen Verstau- und Transporttasche. Die Vernebelung ist beim IN65 wie gesagt äußerst fein und auch geräuscharm, so kann man sich während des Inhalierens noch auf weitere Dinge konzentrieren, beispielsweise kann man nebenbei ein Buch lesen oder auch ohne Probleme Fernsehen schauen, so wird die Verwendung des Inhalators noch angenehmer für das Kind. Zudem besitzt das Modell, und das ist wirklich das Highlight dieses Gerätes, einen wiederaufladbaren Akku, was das Modell in Kombination auch mit der kompakten Größe ideal für die mobile Anwendung unterwegs macht. Wenn man also immer mobil sein möchte, dann ist der IN65 Inhalator von Medisana sicherlich eine gute Wahl. Alles weitere zum Gerät über den zweiten Link in der Beschreibung. Es handelt sich hier sogar um den Bestseller im Vergleich, welcher mit 4,5 von 5 Sternen auch eine herausragende Kundenbewertung erhalten hat. Nur ein Modell wurde in diesem Vergleich noch besser bewertet und das ist der Periboy Classic. Das Gerät ist für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsenen geeignet. Er hilft bei chronischen Atemwegserkrankungen, Erkältungen, Asthmaanfällen, Bronchitis und so weiter. Er bietet eine extrem effiziente Inhalation durch den speziellen Vernebler. Extrem kurze Inhalationszeiten bei einer hohen Lungendeposition werden durch diesen erzielt, was das Inhalieren noch effizienter macht. Der spezielle Pari LC Sprint Vernebler ist mit seinem Druck von 1,6 bar wie gesagt besonders schnell und leistungsstark und sorgt für eine extrem kleine und effiziente Vernebelung. Zudem ist das Modell das einzige im Vergleich, welches mit
mit einem Feedback-System, dem PEF-Control, ausgestattet ist. Es lässt also immer erkennen, wenn man zu schnell oder auch zu langsam einatmet, sodass man immer die optimale Inhalationsgeschwindigkeit erreichen kann. Dies sorgt für ebenfalls eine noch effizientere Inhalation. Für Kinder gibt es hier eine spezielle Inhalations-App dazu, die mit dem Inhalator verbunden wird. Kindern wird so mit kleinen Minispielen das Inhalieren einfacher gemacht. Diese machen wirklich Spaß und helfen dabei, sein Kind spielerisch zum Inhalieren zu motivieren. Alles in allem überzeugt beim Modell auch die sehr einfache Handhabung und auch der Lieferumfang. Hier ist ein universaler Düsenaufsatz dabei, an dem die PEF Control befestigt ist, welche einen bei einer effizienten Inhalation unterstützt. Mit 18 x 13 x 15 cm ist das Modell mit leichtem Abstand das größte Gerät im Vergleich, besitzt aber auch wie gesagt die beste Vernebelungsleistung und die meisten Funktionen. Zudem kann er mit der Inhalationsleistung von 2,5 ml Inhalationslösung in unter 5 Minuten auftrumpfen, die beste Leistung im Vergleich. Kein Wunder also, dass der Perry Boy mit 4,8 von 5 Sternen durchschnittlich von den Kunden bewertet wurde und das nicht bei 2-3 Bewertungen, sondern bei insgesamt über 4.400 abgegebenen Stimmen. Wenn ihr euch also wirklich sicher sein wollt, dann entscheidet euch für den Perry Boy Classic. Alles weitere zum Gerät sowie die Möglichkeit, es direkt zu bestellen, findet ihr über den dritten Link in der Beschreibung.